Der Trainer kriegt nicht hin, dass eine Mannschaft konstant einfach nur ihren Job macht. Und da hören sie nicht mehr auf ihn und oder er erreicht sie nicht oder irgendetwas ist verklemmt. Und dann musst du normalerweise handeln. Life. Großer Bengalo-Empfang für Bayer Leverkusen von den Fans. Das ist nicht etwa die Reaktion der Ultras auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, die ganz frisch gerade in die Sendung reinkommt, wonach eine Super League nicht verboten werden darf von UEFA oder FIFA und man eben auch den Vereinen und den Spielern nicht verbieten darf, an so einer Super League teilzunehmen. Das also ganz frisch und nachrichtlich zur Begrüßung bei der letzten Reif ist Live-Sendung in diesem Jahr 2023. Und nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Sowieso unserem Experten Marcel Reif, ohne den diese Sendung weniger als halb so viel Sinn machen würde. Denn sie heißt ja Reif ist Live. Wie kriege ich die Kurve? Das ist ja, aber ist das die Hälfte? Das ist ein bisschen, doch ein bisschen mehr. Will mich gar nicht wichtiger machen, aber dann, wenn sie weiter so heißen soll. Aber das war sicher nicht das Thema heute, oder doch? Bleiben wir einmal frisch dran an der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes in Sachen Super League. Das heißt jetzt nicht automatisch, in einem Jahr gibt's die Super League. Aber es bedeutet, dass die Macht, der Einfluss von UEFA und FIFA an einer Stelle klar begrenzt wurde, nämlich da, wo es heißt, es darf auch andere geben neben euch. Ihr dürft nicht entscheiden, ob Vereine sich dazu entscheiden, eine andere Liga zu gründen, was erstmal wirklich Klarheit bringt und vor allen Dingen eine Niederlage für UEFA und FIFA ist, was ihre Monopole betrifft, die ja meistens nichts Gutes sind, wenn man das sagt. Monopole sind in der Regel nie richtig tolle, aber nochmal, Sie haben es richtig gesagt, damit heißt es nicht, übernächste Woche geht die Super League los, sondern es wird allerdings jetzt Bewegung in den Kessel kommen, weil jetzt werden sich natürlich Clubs wie Barcelona, Juventus Turin und Real Madrid, die bekanntermaßen Super League Befürworter sind, werden sich jetzt anders, als sie es schon mal versucht haben, jämmerlich, dilettantisch, jetzt ernsthaft mit der Sache auseinandersetzen können. Und dann müssen wir mal gucken, was passiert. Ich wage keine Voraussage, wobei ich überzeugt davon bin, dass auf mittelfristige Sicht an einer Super League nichts vorbeigeht, weil das in sämtlichen Ligen die Ungleichgewichte viel zu groß geworden sind. Würden Sie sich darüber freuen, wenn eine Super League kommt? Also gehören Sie zu denen, die sagen, naja, eigentlich ein guter Gedanke, wenn die Besten häufiger gegeneinander spielen? Also freuen ist jetzt wieder so was Emotionales. Ja, Herr Reif, Sie sind doch zu emotionenfähig. Da versuche ich, die Emotionen mal wegzulassen, sondern nüchtern zu betrachten. Und ich sehe, dass in Deutschland 3-4 Clubs der Liga entwachsen sind. In Frankreich 1, 1,5, in Italien 2, 3, in England 5, in Spanien 2, 2,5. Und dass da der Wettbewerb nicht mehr stattfindet, also, sondern du weißt in etwa, die machen ihre eigene Meisterschaft aus. Und damit konterkarierst du die Idee von Fußball. Sepp Herberger, Fußball ist deshalb so toll, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Doch, weitestgehend kann ich Ihnen das sagen, wie es ausgeht. Nicht ich, jeder. Und deswegen glaube ich, wird es auf kurz oder lang auf dieses amerikanische Modell, Ligenmodell mit Division, wird's hinauslaufen. Ob wann das kommt, weiß ich nicht. Nur jetzt ist klar, dass die UEFA nicht sagen kann, ihr braucht keinen Gedanken daran zu verschwenden, weil sonst fliegt ihr hier hochkant raus. Wie viel Spaß das machen kann, schauen Sie, das wissen wir doch beide. Wenn wir im April Fußball gucken, Champions League, und es spielen die Besten gegeneinander und es haut nicht der eine den anderen 5-0 weg, sondern das ist schon Fußball, das ist schon absolute Elite. Und das hat dann mit dem Liga-Alltag wenig zu tun. Wer mehr wissen möchte über diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, bei bild.de den ganzen Tag frische Infos und Stimmen dazu, dass sich die Sympathisanten einer Super League heute als Gewinner fühlen dürfen. Wir kommen jetzt zu einem der größten Verlierer dieses Kalenderjahres und erst recht dieser Hinrunde. Sowohl Verein Borussia Dortmund als auch Trainer Edin Terzic. Das ist unser erstes Thema, bevor wir dann zum Meisterkampf kommen, einen Themenmix für Sie haben, Steffen Baumgart-Situation in Köln beleuchten und noch
Prognosen fürs Jahr 2024 für Sie haben. Also, Edin Terzic und der BVB als treue Reif ist live Zuhörerinnen und Zuhörer. Kennen Sie unsere Übersicht der Wochen der Wahrheit? Und die hat sich nicht ganz so entwickelt, wie sich BVB-Fans das gewünscht hätten. Wir schauen mal drauf. Wir haben die jetzt über mehrere Wochen, logischerweise, sonst würde der Name wenig Sinn ergeben, weitergeführt. Also zunächst das glorreiche 3:1 beim AC Mailand, mit dem der vorzeitige Einzug ins Champions League Achtelfinale geklärt wurde. Und alles sah nach einer großartigen Phase für den BVB aus. Und dann kam ein 1:1 in Leverkusen, 0:2 in Stuttgart, raus im Pokal, 2:3 zu Hause gegen Leipzig, 1:1 gegen Paris und jetzt noch zweimal 1:1 in Augsburg und gegen Mainz. Wenn wir das als Wochen der Wahrheit bezeichnen, Herr Reif, ist die Wahrheit, dass Edin Terzic nicht mehr der richtige Trainer für Borussia Dortmund ist? Aus Ihrer Sicht? Da ist die Wahrheit, dass er die Mannschaft als Trainer zum Gruppensieger in einer Gruppe mit Mailand, Paris und Newcastle gemacht hat. Also doch der richtige Trainer. Und dass er es nicht schafft, eine Mannschaft im Pokal in Stuttgart anders auftreten zu lassen. Du kannst immer rausfliegen, aber anders auftreten zu lassen, das war furchtbar. Auch mutlos und inakzeptabel für Borussia Dortmund. Und die letzten zwei Spiele, du spielst mit großem Verlaub und größtem Respekt vor Augsburg und Mainz, gegen Augsburg und Mainz und verhühnerst weitere 4 Punkte mit dem Blick nach oben. Da ist er nicht der richtige Trainer. So. Aber was überwiegt? Im Moment, wenn du dir das anguckst, diese Mannschaft ist offenbar nicht mehr bereit hinzuhören. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei Halbzeit, nehmen wir mal das letzte Spiel, und das ist immer der letzte Eindruck, dass er in der Halbzeit gesagt hat, so Kinder, das war richtig gut, das reicht jetzt, mehr brauchen wir nicht zu machen. Steht 1:1, aber irgendwie werden wir es ja schon, irgendwie werden wir es gewinnen. Und danach kam nichts mehr. Da ist eine Mannschaft völlig in sich zusammengefallen, hat wieder nichts von dem, was sie kann, auf den Platz gebracht. Und das, was er dann von außen versucht hat einzuwirken, ist völlig in die Luft gegangen, völlig daneben. Dann hat er auch Auswechslungen gemacht, da habe ich den Kopf geschüttelt. Also um es deutlich zu machen, er holt Daigo Gittens raus, obwohl der einer der wenigen war, die von denen du das Gefühl hattest, da geht noch was. Und dann holt er Füllkrug raus. Und für Gittens bringt er Samuel Bamba, der ist noch nicht mal, der 19-Jährige, der noch nie ein ganzes Spiel gemacht hat, ist in der zweiten Mannschaft nicht mal Stammspieler und bringt dann Füllkrug raus. Jetzt kannst du über Füllkrug, der war nicht gut. Aber wann ist Füllkrug gut? Füllkrug macht Tore, dafür ist er da. Ganz sicher nicht, um Pirouetten zu drehen. Den nimmst du raus und bringst Allaire, der erkennbar nicht fit und auf dem Weg erstmal ist, wieder irgendwann mal wieder ein Fußballer, der für Profifußball zu werden, das hat nicht funktioniert. Dann hast du das Thema Reus und du hast also. Ja, lassen Sie uns beim Thema Reus einmal bleiben. Wurde ausgewechselt beim Spiel in Augsburg und hat dann den Blickkontakt vermieden, als er Terzic die Hand hingehalten hat. Und nach Informationen unserer BVB-Reporter ist er einer von denen, die gerade intern Stimmung machen gegen den Trainer. Man muss sagen, das Ergebnis war jetzt beim Spiel gegen Mainz, Reus komplett auf der Bank, was schon ungewöhnlich ist und was man durchaus interpretieren kann, auch als disziplinarische Maßnahme. Ist das noch zu kitten? Das ist genau das der Punkt. Deswegen nochmal, wir haben jetzt die Wochen der Wahrheit. Die Wahrheit liegt im Moment in dieser Kabine. Nur dann können Sie die Frage beantworten. Deswegen, ich kann das nicht mit letzter Gewissheit doch von hier aus tun. Ich bin nicht in der Kabine. Das, was ich sehe, das Thema Reus, das siehst du ja, das spürst du ja, was da passiert. Thomas Müller in München spielt auch nicht so viel, aber das ist eine andere Anmutung, das Ganze. Und das wird anders gehandelt. Und vor allem, Bayern gewinnt seine Spiele, während in Dortmund gewinnen sie nicht ihre Spiele. Dann wird ein Thema Reus ein richtig fettes Thema. Terzic wollte die Vertragsverlängerung und war einer der großen Befürworter. Aber nun muss er mit dem Problem leben, dass Marco Reus komischerweise ein weiteres Jahr älter geworden ist und dass er nicht mehr Stammspieler offenbar ist, zumindest nicht
um dieser Mannschaft zu helfen. Das ist ja keine persönliche Fehde zwischen den beiden. Nur, dass Marco Reus eine bestimmte Art hat, sich jetzt auch Körpersprache, Mimik zu gönnen, das kann nicht funktionieren. Das kann so nicht funktionieren. Sie haben gesagt, Achtelfinale erreicht, völlig klar, Haken dran. In der Bundesliga sind es jetzt aber 6 Punkte auf einen sicheren Champions-League-Platz. Und im DFB-Pokal, dem vermeintlich am leichtesten zu gewinnenden Wettbewerb, ist man schon raus durch diese Desastervorstellung in Stuttgart. Wenn Sie das gegeneinander aufwiegen, also mein Eindruck ist manchmal, die Dortmunder Verantwortlichen reden sich diese Hinrunde mit diesem Platz 1 in dieser schweren Gruppe schön und gewichten da falsch, wenn sie über Misserfolg und Erfolg. Herr Kollege, seien Sie fair, da musst du nichts falsch gewichten. Du bist in der Champions League, in dieser Gruppe Erster geworden. Das ist der Fluch und Segen. Aber das nutzt einem ja nichts, wenn man im nächsten Jahr nicht im Wettbewerb absolut, dabei ist. Aber es ist Fluch und Segen in der Entscheidungsfindung. Es ist Fluch, weil du sagst, jetzt können wir nicht, wir können doch ja einfach sagen, hier funktioniert gar nichts. Das stimmt, jeder kann doch sagen, gesehen und weiß, Mensch, wir haben doch diese Gruppe irgendwie hingekriegt. Und Segen ist, ja, wir sind international, überwintern wir in einer Gruppe, von der wir beide hier gesagt haben, na, wenn die da den Platz 3 schaffen wenigstens, dann sind sie schon mal richtig gut. Und jetzt gewinnen die diese Gruppe. Das alles macht die Entscheidungsfindung in Dortmund, ich versuche mir ja in die rein zu versetzen, macht die sicher kompliziert. Das heißt, Champions League aus wäre gleichbedeutend mit Terzic aus schon gewesen jetzt. Davon würde ich mal ausgehen wollen. Wir hören mal, was der Trainer selbst sagt, auf die Frage, ob er glaubt, in der Rückrunde weiterhin Trainer bei Borussia Dortmund, seinem Herzensverein, sein zu dürfen. Edin Terzic. Natürlich habe ich den Glauben daran, weil wir, ähnlich wie das Teil unserer Geschichte ist, dass wir jetzt wieder hier stehen, kurz vor der Winterpause, gehört auch zu unserer Geschichte dazu und besonders zu meiner Geschichte hier bei Borussia Dortmund, dass wir in der Rückrunde ein komplett anderes Gesicht gezeigt haben vor knapp 3 Jahren und dann auch besonders in der letzten Saison. Und das ist der klare Auftrag an die Mannschaft, das ist der klare Auftrag an mich, dass wir das jetzt wieder hinkriegen. Das wollten wir vermeiden, da sind wir auch ganz ehrlich, dass wir nicht an diesem Punkt sind, kurz vor Weihnachten, sondern dass wir diesen Zweifel, den es letztes Jahr um diese Zeit gab, beseitigen durch Glauben. Und das haben wir geschafft. Wenn man sich an den letzten Spieltag hierhin zurückerinnert, wie viel Glauben wir daran hatten, jetzt endlich die Meisterschale wieder nach Dortmund zu holen. Und diesen Glauben wollten wir mitnehmen in die neue Spielzeit. Das ist uns leider nicht gelungen, sodass wir jetzt wieder hier stehen und uns diese Fragen gefallen lassen müssen. Terzic thematisiert hier wieder von sich aus die verspielte Meisterschaft. Ja. Ich habe durch Zufall neulich in einem Video, es lief einfach bei uns im Hintergrund in der Redaktion, nochmal die Bilder gesehen nach diesem Unentschieden gegen Mainz, wie er wirklich weinte, wie Spieler sich in den Armen lagen. Ich glaube, ehrlich gesagt, er hat sich davon nicht erholt. Und die Mannschaft auch nicht. Und gemeinsam schon mal gar nicht. Ich glaube, die Mannschaft verzeiht ihm diese, Mannschaft guckt ja nicht auf sich selber, sondern immer, die Mannschaft verzeiht ihm diese einmalige und doch vertane Chance nicht. Die Fans beginnen sich daran wieder zu erinnern, das kriecht ja hoch, wenn es nicht weitergeht. Und also ich meine, das kann doch kein Geschäftsmodell sein, dass ich sage, aber vor 3 Jahren haben wir die Rückrunde ist immer besser. Also da müssen sie mir jetzt glauben. Die wollen nicht mehr glauben, das ist das Problem. Glauben hilft nichts mehr, sondern machen. Ergebnisse. Es hieß, Sebastian Kehl, Sportdirektor, wenn ich nicht irre, hat vor den Spielen Augsburg und Mainz gesagt, 2 Siege, nichts anderes. Antwort, 2 Unentschieden. Aber was daraus muss ja was folgen, sonst ja, steht ja auch deswegen Kohl, sitzen sie Kehl, ja, ehrlich sitzen gesagt, sie ja, etwas ihr habt doch die Fotos wirkungslos gehabt. Da. Ja, ihr habt doch die Fotos gehabt, die sitzen hinter der Glasscheibe und die sitzen heute nicht mehr hinter der Glasscheibe, damit es die Fotos nicht gibt, aber die ist ja bekannt, dass sie sich jetzt treffen und reden werden. Und genau diese Punkte werden sie besprechen. Wir wollten was anderes, das haben wir nicht hingekriegt. Und wer ist dafür zuständig? Der Trainer. Ich bin hier nicht da, um Trainer zu entlassen. Das hasse ich immer wie die Pest, deswegen bitte unaufgeregt. Es geht einfach, ganz einfach darum, holt er aus dieser Mannschaft das Beste raus? Ist hier ein Kader, der überhaupt fähig ist, Champions League zu sein? Siehe Gruppenphase, ja. In der Liga kriegen sie es nicht hin. Der Trainer kriegt nicht hin, dass eine Mannschaft konstant nicht jedes Mal ein Feuerwerk abfiedelt, sondern
einfach nur ihren Job macht. Und den machen sie nicht. Und da hören sie nicht mehr auf ihn. Und oder er erreicht sie nicht oder irgendetwas ist verklemmt. Und dann musst du normalerweise handeln. Aber sie sehen auch die andere Seite. Natürlich ist, da kommt dann auch noch dazu, er war zweimal da, der siebte Trainer innerhalb von 8 Jahren. Das sind Schalker Verhältnisse. Das werden die gern hören, nehme ich an. Herr Batzke hat 6 Trainer verschlissen und jetzt den einen das zweite Mal. Wieder einen aus dem eigenen Laden. Das fällt auch auf Herrn Watzke zurück, der kürzlich noch gar nicht so lange her gesagt hat, wir ziehen das mit Terzic durch. Ja, nur das ist ja keine Geschichte zwischen Watzke und Terzic, sondern es geht darum, dass Borussia Dortmund erfolgreichen Fußball spielt. Und wenn du auf die Tabelle guckst, der Bundesliga, tun sie es nicht. Kann eine Frage der Alternativen Terzic retten? Aus meiner Betrachtung ist der Markt, wenn man das so sagen darf, gerade gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass Oliver Glasner nach wie vor verfügbar ist, der mit Wolfsburg und Frankfurt Erfolg gehabt hat. Stefan Kunz, einer, der für Emotionen steht. Urs Fischer ist zu haben, nachdem bei Union Berlin es auseinanderging. Sehen Sie bei den dreien jemanden, der Dortmund sofort helfen würde? Was wollen Sie? Sofort oder was wollen, nicht Sie, was wollen die Dortmunder? Soforthilfe oder wollen Sie jemanden haben bis zum Sommer? Und, oder wollen Sie einen haben für die nächste, um die nächste Ära einzuläuten? 3-4 Jahre. Am besten 10-20 Jahre wie mit Jürgen Klopp. Also Jürgen Klopp müsste zurückkommen. Das wird nicht passieren. Urs Fischer als Feuerwehrmann. Ich glaube, Sie möchten Nagelsmann nach dieser EM haben. Und, weil Watzke ein großer Fan von Nagelsmann ist, weswegen er ihn ja auch für diesen Bundestrainerjob versucht hat zu bekommen und das dann auch geschafft hat. Und da Nagelsmann ein Vereinstrainer ist und kein Bundestrainer noch nicht, davon bin ich überzeugt, wird er nach dieser EM, nehme ich an, wieder Vereinstrainer sein. Und da, den möchten die haben. Und jetzt wollen sie Urs Fischer allen Ernstes vorschlagen, komm mal für ein paar Monate, mach hier den Affen. Das wird nicht passieren. Oliver Glasner, das Ähnliche. Ist Oliver Glasner vom Typ her einer für diese, der besitzt Dortmund, ja? Echte Liebe und diese Südtribüne und uiuiui, da ist eine Menge Zeugs, die sachfremd ist, um es mal freundlich auszudrücken. Also, das in diesem Ding stecken sie drin. Wenn sie eine Alternative hätten, denke ich, würden sie schneller zu einer Entscheidung kommen, die nicht gut aussieht für Terzic. Ich glaube, dass sie es durchziehen werden. Bis zum Sommer und hoffen, dass diese Europawertung, die Sie auch nicht genannt haben, nochmal, es geht nicht nur um Platz 4, diesmal geht möglicherweise Platz 5. Aber möglicherweise, das ist nur nichts, womit man planen kann, ja? Ja, aber im Moment. Dankbar. Das wäre doch nicht. Da noch ein Strohhalm. So. Und ist ja auch menschlich. Es ist menschlich. Champions League. Und ich finde es ja, wenn ich das auch mal sagen darf, ich finde es ja gut, dass sich Borussia Dortmund diese Entscheidung auch so schwer macht. Absolut. Ja. Sondern die haben da einen Trainer, der eine große Bindung zum Verein hat, der in seiner ersten Phase den DFB-Pokal noch gewonnen hat und die Saison gerettet hat. Kein Silber geklaut hat, nichts gemacht hat, sich anständig benimmt, ein toller Kerl ist. Aber darum geht es nicht. Diese Kriterien sind nicht der Punkt, sondern der Punkt ist jetzt, Borussia Dortmund wieder dahin zu bringen, wo diese Mannschaft, dieser Kader, dieser stehen müsste. Stehen müsste. Das ist unser Übergang, ist Konjunktiv. Übergang zum Meisterkampf, Herr Reif, denn mit dem hat Borussia Dortmund gar nichts zu tun. Und wir schauen uns die Tabelle dazu einmal an, um zu sehen, dass Borussia Dortmund mittlerweile wirklich in einer anderen Liga spielt, was das Thema Meisterkampf betrifft. Denn dort sehen wir fantastische 42 Punkte von Bayer Leverkusen und Bayern München mit 38 Punkten in 15 Spielen. Ja, noch das Nachholspiel gegen Union steht aus. Auch das muss man bei Bayern sagen. Die haben 4 Punkte mehr nach 15 Spielen als in der vergangenen Saison. Da waren sie allerdings Erster. Leverkusen hat es jetzt tatsächlich geschafft, die ersten 25 Pflichtspiele dieser Saison nicht zu verlieren. Hat es in der Geschichte der Bundesliga noch nicht gegeben. Bislang hielt der HSV den Rekord mit 24 Spielen in der Saison 82-83. Als sie übrigens Europapokalsieger der Landesmeister wurden. Für die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer, heute ist das die Champions League. Aber machen wir erstmal bei den Bayern weiter, Herr Reif. Und Thomas Tuchel hat sich Gedanken darüber gemacht, ja, was ist besser geworden in dieser Hinrunde? Wie hat sich die Mannschaft entwickelt und wo muss sie noch nachlegen? Thomas Tuchel. Ich glaube, unsere Widerstandsfähigkeit hat sich deutlich erhöht. Unsere
Widerstandsfähigkeit innerhalb von Spielen und auch zwischen den Spielen. Wir hoffen, dass wir ein bisschen mehr Glück haben. Es sind jetzt am Ende der Hinrunde wirklich ein paar Verletzte und ein paar Kranke zu viel gewesen. Und das wird die Herausforderung bleiben, konstant zu bleiben, noch ein bisschen flüssiger, ein bisschen Spielgeschwindigkeit hochzuhalten, wie wir das heute über weite Teile dann auch gemacht haben, unsere Formation zu finden. Das war manchmal schwer, weil in den Bereichen, wo uns Alternativen gefehlt haben, hatten wir immer wieder Verletzungen mit Matthijs de Ligt wochenlang, mit Upamecano, mit Nus Masraoui. Da mussten wir viel improvisieren und deshalb hat uns da, glaube ich, auch immer wieder mal ein Automatismus gefehlt. Ich weiß, dass Sie das lieben, Herr Reif. Welche Note würden Sie den Tuchel-Bayern für diese Hinrunde geben? Alle Wettbewerbe inklusive. Pokal, glaube ich, nur eine 1-, oder? Wenn Sie es aber wenn du beim Drittligisten abschmierst, das ist das und wieder mal, das ist unerträglich. Und das daran kauen Sie ja auch noch. Und hier, wenn wieder Pokal gespielt wird, kauen Sie daran richtig nochmal. So, Champions League, was wollen Sie? Ein Unentschieden, der Rest alles weggehauen, wieder mal. So, das, da marschieren Sie durch, als sei es nichts. Und sehen Sie, solche Spiele wie Wolfsburg gestern, das war ja nicht so, dass du sagst, boah, also Leverkusen feiern wir doch zurecht. Aber Bayern sagt, boah, so dolle war es jetzt aber auch nicht. Und ach, aber 2-1 gewonnen. Wir haben, da muss auf der Bank sitzen nur noch 3-4. Bei Jungs, da musst du genau hingucken, kenne ich den? Und sie kriegen es hin. Das, was er sagt, diese Widerstandsfähigkeit, dass du wieder eine Mannschaft bist, die diese Spiele gewinnt. Und deswegen bist du im Meisterkampf und die anderen eben nicht. Dortmund spielt 1-1 gegen Mainz. Klingt vielleicht bescheuert, aber hat dieses 1-5 in Frankfurt und die Reaktion darauf Tuchel sogar darin bestärkt, dass er eigentlich auf dem richtigen Weg ist? Manchmal sind solche totale Abstürze hilfreicher als mal 0-1, dass man sich schönreden kann. Dieses Frankfurter Spiel, da war nichts, aber auch gar nichts gut zu finden. Ja, doch Abschlüsse oder was weiß ich was. Und expected goals, ja, da springe ich aus dem Fenster. Wenn du 5 gekriegt hast, brauchst du nichts mehr zu expecten, sondern dann musst du gucken, dass der Neuer keinen Bandscheibenschaden kriegt, vom Ball hinten rausholen. Also, ja, da lässt sich sehr gut einer Mannschaft, die nach Ausflüchten sucht oder den einzelnen Spielern mitteilen, wenn du es immer noch nicht verstehst, ich zeig dir das Video nochmal. Ich zeig dir so lange dieses Spiel, bis du sagst, das können wir so nicht machen. Und das muss ja aus der Mannschaft kommen dann irgendwann. Ein Trainer muss sie erreichen, aber dann muss aus so einer Mannschaft was kommen. Und diese fünf Eier waren unerträglich für Bayern, weil das ist nicht spitzenclubmäßig. Das macht keiner in Europa zurzeit. Aber sie machen ja vieles, mir sei mir. Spannende Frage ist, ob jetzt im Januar jemand kommt oder ob sogar mehrere kommen. Auch dazu Trainer Thomas Tuchel, was ein mögliches Profil und die daraus folgende Anzahl der Zugänge betrifft. Ja, das kommt dann natürlich, wenn es uns gelingt, die Mannschaft zu verstärken, kommt es natürlich darauf an, ob das dann ein Spezialist ist. Dann kann es sein, dass wir vielleicht sogar 2 Spieler brauchen oder ob ein Spieler mehrere Positionen spielen kann, dann kann eventuell auch einer reichen. Wenn wir dann komplett von Verletzungspech verschont bleiben, das ist am Ende so platt. Das klingt auch kein Wunschkonzert, weil natürlich ist es sehr schwer, mitten in der Saison auch Spieler zu bekommen, von denen wir dann 100% überzeugt sind, sowohl von der Persönlichkeit, aber auch von der Qualität. Sie sind ja, und damit meine ich erstmal die Bayern, und vielleicht auch Sie, Herr Reif, wird sich gleich zeigen, die Bayern sind ja zu 100% von Palinha überzeugt, denn sie waren sich mit ihm schon einig und am letzten Tag des Transferfensters hat er in der Säbener Straße schon mal geguckt, wo sein Spind steht. Also Sie sind von dem Spieler überzeugt gewesen in jedem Fall. Würde mich überraschen, wenn die Einschätzung in den vergangenen 4 Monaten sich geändert haben sollte. Trotzdem ist es um diesen Namen ein bisschen ruhiger geworden. Sie waren lange Zeit davon überzeugt, dass dieser Transfer im Januar klar gemacht wird. Hat sich da was geändert in Ihrer Einschätzung? Eigentlich nicht. Im Gegenteil, die Bayern werden noch mehr überzeugt von ihm sein, wie er das geschluckt hat. Das war nah am Skandalösen, den da kommen zu lassen und schon Klamotten anziehen und dann übers Gelände fahren und dann direkt und danach am Abend wieder zum Flughafen, weil doch nicht. Das ist unseriös, also wie immer das schiefgelaufen ist. Ja, weil es sehr spät war und sehr fiebrig und sehr hektisch war. Wir haben zu lange gewartet. Ja. Fulham wird die englische Meisterschaft weder gewinnen mit noch ohne
Palinha. Deswegen, du ziehst jetzt nicht Guardiola einen aus der Nase, sondern einem Club, der gesettelt ist, halbwegs in der Liga, der nicht sagt, wenn Palinha geht, können wir den Laden hier zumachen, dann steigen wir ab. Oder wir werden nicht Meister. Das wird nicht passieren. Ich glaube, dass es deshalb ein bisschen ruhiger ist, dass man in Ruhe miteinander geredet hat. Und sie haben gesehen, wie der mit dieser Geschichte umgegangen ist. Der spielt für Fulham jede Woche dreimal oder fünfmal, wie oft die da spielen, und macht seinen Job und macht ihn richtig gut. Das ist der Spezialist, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt Tuchel das nochmal klingen lasse, was er eben gesagt hat, Palinha wäre der Spezialist, die Achtung, Holding Six. Ta-ta-ta. Ta-ta. Und wir brauchen aber immer noch einen für rechts, der auch Innenverteidiger spielen kann. Also, das wären so die, also rechts hinten und Innenverteidiger. Das wären so die zwei Figuren, an denen sie arbeiten. Wobei sie, finde ich, ja immer noch mit drei Top-Innenverteidigern für zwei Positionen. Ich meine, es ist ja gut gegangen, ja? Also was hätte ihnen ein weiterer Innenverteidiger auf der Bank jetzt genützt? Und Leimer und Masraoui sind zwei Möglichkeiten für die rechte Position in der Viererkette. Das war jetzt ja schon extrem, was die Ausfälle betraf. Wenn man sich dafür wappnen will auf Weltklasseniveau, na dann viel Spaß bei der, beim Kadermanagement, wenn alle fit sind. Jede Position doppelt besetzt, ja, ist so die ist Regel doch für die Champions League Teilnehmer, die dann im April noch die Absicht haben mitzumachen. Und einer, der noch lange zu den Doppelbesetzungen führt, ist Thomas Müller, der seinen Vertrag verlängert hat in dieser Woche bis 2025. Und er spricht ganz offen an, dass ein ganz besonderes Spiel, das nämlich dann 2025 in München stattfindet, dabei auch eine Rolle gespielt hat für ihn. Wir hören ihm zu, Mr. FC Bayern, Thomas Müller. Für mich persönlich bedeutet es einfach, dass ich mich freue, ja, dass die Reise noch ein Jahr weitergeht. Perspektivisch ist natürlich schon so, diese Chance, dass wir dieses Finale da haben, 2025 nochmal schaffen können wollen, sollen, müssen, dass ich da meinen Teil beitragen will, das überwiegt und freue mich einfach. Die Bundesliga freut sich auch Thomas Müller, dass sie weiter am Start bleiben. Ein Leuchten in den Augen, oder? Also da sagt nicht einer so jetzt. Der freut sich wirklich. Und da war auch keine Diskussion, das ist uns auch aufgefallen. Nicht zwei Jahre verlängern, das machen wir doch eigentlich nicht. Alle das, was mal so. Ein Jahr, wir machen das, kommen bis 25 und er freut sich, am Abend nach diesem Interview oder einen Tag später gibt er zwei Vorlagen, damit man in Wolfsburg gewinnt und wird von allen gelobt und wird vom Präsidium, das alles höre ich über Marco Reus, alles nicht in Dortmund. Und deswegen, das ist nicht nur Vorwurf an Reus, sondern an die Situation da. Hat Tuchel Müller trotzdem in der Hinrunde zu schlecht gesehen? Also hat er ihn zu selten spielen lassen, wenn man sieht, wie der jetzt auch wieder funktioniert, wie er vorliegt, wie auch ein Harry Kane zum Beispiel von ihm schwärmt. Man hatte häufig, finde ich, so den Eindruck, also bevor ich den Müller bringe, muss ich nochmal gucken, ob es nicht irgendwie eine andere Lösung gibt. Mag falsch sein, aber möglicherweise musste sich Tuchel auch nochmal überzeugen, dass ein Mensch von der normativen Kraft der Verletzungen und der Fehlenden überzeugen lassen. Mensch, der kriegt es ja doch noch so gut hin. Aber er hat es mannhaft getragen. Tuchel hat das anständig gemanagt, wurde jedes Mal danach gefragt und hat jedes Mal geantwortet. Und Müller hat daraus keine Nummer gemacht. Ja, nochmal, aber der Unterschied, bevor wir wirklich jetzt mit dem Finger so zeigen auf Dortmund, habe ich eben gerade auch gemacht. Fällt mir gerade ein, das ist nicht fair. Guck auf die Tabelle, guck die Ergebnisse an, die bei Bayern, wie es bei Bayern läuft, und guck dir es an, wie es bei Dortmund läuft. Wenn alles gut ist, hat auch Thomas Müller, hat es auch dann einfacher, oder sagen wir mal, auch er, selbst wenn ihn der Hafer stechen würde, und dazu ist er viel zu lange dabei und viel zu sehr Bayern-Spieler und wirklich Clubspieler, kommt hinten so das Männchen und sagt, halt die Schnauze. Du siehst, wie es läuft. Du willst jetzt rummeckern. Du siehst doch, dass wir gewinnen und dass wir im Meisterkampf ganz gut dabei sind und Champions League auch. Ist nicht, mach das nicht, das bist du nicht. Und dieses Männchen hat ihm offenbar sehr gut geholfen und alle anderen von Heiner über Dresen, über Tuchel sowieso, werden nicht müde zu sagen, wie war der Spruch, und er hat mir gefallen von Dresen, das M in Mirsamir steht für Müller. Für Müller ist das M im Mirsamir. Das kannst du nicht schöner sagen. Wollen wir es im Original nochmal hören? Ja. Also,
Was sagt der Bayern-Boss Dresen und der Sportdirektor Freund zur Verlängerung von Thomas Müller? Es ist unser Weihnachtsgeschenk, dass wir uns allen gemeinsam gehen, den Fans, dem Club und natürlich auch Thomas Müller. Wir sind sehr froh, dass wir heute seinen Vertrag haben verlängern können bis 2025. Also ist schon ein ganz großes Phänomen im deutschen Fußball, nicht nur beim FC Bayern. Ich komme ja aus Norddeutschland, da sagt man, würde man zum Thomas uns Thomas sagen, analog uns Uwe. Hier muss man sagen, der Müller ist das M in mir, Samir. Ja, wir freuen uns sehr, dass der Thomas Müller ein Jahr verlängert hat, ein weiteres Jahr beim FC Bayern bleibt, ein absolutes Urgestein. Ich glaube, fast keiner steht mehr für den FC Bayern München als Thomas Müller. Und mit seiner Art und Weise, wie er immer vorangeht, wie er positiv ist jeden Tag, wie er im Training Gas gibt, in der Kabine einfach positiv vorangeht und auch in die Spiele, ist ganz ein wichtiger Faktor für diese Mannschaft. Soweit also die Bosse über die Vertragsverlängerung. Mit Thomas Müller hätte sich vermutlich auch keiner ankreiden lassen wollen, diese Vereinslegende zu vergraulen auf den letzten Metern. Wir hatten noch eine tolle Gewinnaktion. Gemeinsam mit Get Your Guide und Bild Plus haben verlost eine exklusive Stadiontour in der Allianz Arena. Und da wollen wir Ihnen mal zeigen, wie das Fanherz strahlt, wenn man ganz nah rankommt an eine Legende wie Giovane Elber, aber auch sich im Stadion mal richtig umschauen kann. Ja, natürlich, wenn man ins Stadion einlauft, von unten ist natürlich ein super Erlebnis. Das bekommt man so selten mit. Dann natürlich mit der Bayern-Legende, das war natürlich auch ein super Erlebnis. Der Giovane Elber ist ein super Kerl, hat uns ja, vieles erzählt, alle Fragen beantwortet. Das war natürlich super. Ja. Also ich kann es nur jedem empfehlen, da mitzumachen. Es ist ein einmaliges Erlebnis. Ich denke, dann go auf und ja, es ist wirklich toll. Und ja, man bekommt Eindrücke, was ein anderer eben nicht mitbekommt. Ja. Also nochmal herzlichen Glückwunsch den Gewinnern dieser Aktion von Get Your Guide und Bild Plus Inside Allianz Arena. Und auch diese Bayern-Fans werden sich fragen, Herr Reif, ist die Winterpause die einzige Chance, um Leverkusens Lauf zu stoppen? Ich glaube, seit Monaten denken 90% aller Fußballfans, naja, an diesem Wochenende aber wird was passieren. Und es passiert nichts. Es passiert nicht. Es passiert, dass sie... In allen Wettbewerben. Auch Donnerstags Europa League, die Reisen, die eigentlich keiner machen will. 3-1, 4-0, weiter. Ja, das ist schon faszinierend. Und ich gebe zu, ich glaube immer noch nicht, daher haben wir ja haben sie mir wieder gezwungen, die Vorausschau. Kommt später. Ja, ich bin immer noch, ich traue dem Frieden immer noch nicht. Aber dann, die Vorausschau, das reden wir nachher drüber, habe ich gemacht vor dem Spiel am Abend. Am Abend kommt dann Bochum. Und es ist kalt und es regnet und es ist alles andere als lustig. Und du musst gegen Bochum arbeiten. Da nützt nicht nur Tralala und Hopsasa. Und am Ende guckst du aufs Ergebnis 4-0, danke, bitte weiter. Patrick Schick spielt zum ersten Mal von Anfang an. Eine wunderbare Geschichte. Wie funktioniert das? Ist der Alonso doch ein Zauberer oder? Nee, ich glaube, der ist ein ganz nüchterner Arbeiter, der aber auch Glanz versprüht. Und dann hat er ein paar Jungs, denen er, und die sehen wir gerade hier, so die Hoffmanns und Wirtzens, die gerne nur zaubern würden möglicherweise, denn die hat er aber so in ein funktionierendes System, ist ein hässliches Wort, in ein funktionierendes Gebilde eingebettet, jeden, der da kommt und dann kommt Schick wieder zurück nach der Verletzung, funktioniert auch. Das alles ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen bin ich da immer noch ein bisschen misstrauisch, eher, weiß ich nicht, aber gar nicht basiert auf dem, was ich sehe. Was ich sehe, muss ich sagen, das kann ja nicht wahr sein. Denen zuzugucken, wenn die Fußball spielen, das ist schon mit das Beste, was du in Deutschland zurzeit sehen kannst. Der Trainer wurde gefeiert von den eigenen Fans, gab Sprechchöre, logischerweise von den eigenen Fans. Und ja, ein bisschen Rührung war ihm doch anzumerken, als auf der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde. Sicherlich der Trainer dieser Hinrunde, auch wenn Sebastian Hoeneß ebenfalls Großartiges geleistet hat, Xabi Alonso, über die Xabi Alonso-Rufe in Leverkusen. Ah, super, ja, ich freue mich und sehr glücklich, sehr große Ehre, dass ich fühle diese große Unterstützung und diese schöne Unterstützung. Und das ist ein schönster Teil von Fußball und auch für die ganze Mannschaft, aber heute war gut für mich. Großartiger Sympathieträger, Herr Reif.
Würde eine Meisterschaft mit Leverkusen die Chance erhöhen, dass er dort bleibt, oder reduzieren? Reduzieren. Er kann tun und lassen, was er will jetzt. Das geht gegen null. Dazu ist er. Sie bleiben bei Ihrer Real Madrid-Theorie. Ja, weil er alles wie Leverkusen Fußball spielt. Das ist so an ihm festzumachen. Und da hört eine Mannschaft auf den Trainer. Und das hat er ja mehrfach auch in dieser Saison schon gemacht, dass sie bei der ersten Halbzeit nicht so, da haben Dinge nicht gestimmt. Dann kamen die aus der Kabine und dann haben sie auf einmal gestimmt. Und da weißt du, dass die hängen an seinen Lippen und die hängen am liebsten an seinen Lippen, weil sie auch gewinnen, weil sie merken, das stimmt ja auch alles. Also es wird alles zu schön, um wahr zu sein. Und das macht ihn so verdächtigt und mit der Realgeschichte. Also nochmal, die Wette. Vielleicht aber auch zu schön, um wahr zu sein. Ja. Gott, Sie sind heute so rational unterwegs. Nee, die Romantik Richtung Weihnachten erreicht, naja, trägt auch der Fußball. Schauen Sie, Real Madrid ruft nur einmal an und... Den nicht, die Wette würde ich halten. Ja, aber dann müsste er noch 3 Jahre warten, weil Real macht nicht keine Geschichten mal für 3 Monate, sondern die holen dann jemanden. Und das ist so leider so gemalt, so auf den Punkt gebracht, dass es wird schwer daran was zu ändern. Aber wir arbeiten daran. Ein anderer toller Name dieser Hinrunde, der uns möglicherweise verlassen wird, ist logischerweise Gerassi vom VfB Stuttgart. Jetzt 17 Tore in 14 Spielen erzielt. Und diese Situation hat es, glaube ich, so in der Bundesliga noch nicht gegeben, dass ein Spieler dieser Qualität tatsächlich für gut 17 Millionen im Januar gehen kann. Er hat eine entsprechende Klausel, darum sagen die Stuttgarter auch, ja, es liegt in seiner Hand, wir können uns zwar anstrengen, aber wenn er diese Klausel ziehen will, dann haben wir keine Chance und Gerassi wäre im Januar weg. Ralf, es gibt ja so 3 Szenarien. Das eine ist, er geht im Januar. Das andere ist, man versucht ihm sehr entgegenzukommen und zu sagen, hey, spiel die Saison bei uns zu Ende. Wir verzichten im Sommer auch auf eine Ablöse. Hauptsache, wir haben mit dir noch die Rückrunde, aber macht das besonders schmackhaft. Oder aber ein ganz neuer Vertrag, der länger läuft. Welches Türchen hätten Sie gern? Nee, Schweine war das eine. Durch welches Türchen wollen Sie gehen? Also, dass er den Vertrag bei Stuttgart verlängert noch, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Das können die Stuttgarter auch nicht stemmen. Die Ausstiegsklausel 17, das ist jeder Club, der, wir reden über Premier League, 17 Millionen ist dort ablösefrei. Also alles, nehme ich an, unter 20 Millionen, dann, das kann man gar nicht laut sagen. Also, damit man sich sehen lassen kann, damit kriegt er ein Handgeld in der doppelten Höhe, wenn er möchte. So. Und das sind Summen, da verstehe ich, wenn ein Junge sagt, pass auf, das kann ich leider nicht in den Wind schießen, sorry. Das könnt ihr mir nicht bieten, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Würde Stuttgart ja den Laden in die Luft jagen. Da hoffe ich, dass sie da bei Verstand bleiben und nicht Dinge tun, aber da bin ich eigentlich überzeugt von. Das, was die dort machen, hat jetzt eine Basis. Deswegen, ja, es ist denkbar, dass er, aber auch da kommt es darauf an, wer anruft, dass er die Saison zu Ende spielt. Dass sie ihm da sehr entgegenkommen, dass er das bis zu Ende spielt, aber dass sie ihm die Ausstiegsklausel abkaufen könnten, also das halte ich für unwahrscheinlich. Nochmal, der ist zu gut und der ist dem VfB und seinen Möglichkeiten und seinen Strukturen entwachsen. Und der dürfte sogar in der Champions League spielen, wenn er jetzt im Jahr wechselt. Also, der ist der Sache entwachsen, dass er dort sich anständig benimmt, Woche für Woche seinen Job macht, gern da ist und zeigt, dass er diesen Club mag und dass er dem Club auch was zu verdanken hat. Er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Also bitte, und deswegen würde ich mir auch sehr wünschen, dass die Cannstatter Kurve weiß, was er ihnen mit beschert hat, denn diese Tabellensituation ist sehr mit ihm, mit seinem Namen, auch mit seinem Namen verbunden. Nicht nur Hoeneß und andere, dass sie ihm das danken entsprechend und nicht dann plötzlich von Verrat und verschmähte Liebe, das ist ja immer schwierig, wenn dann einer geht, wie im richtigen Leben, gibt's ja immer einen, der... Also könnte das letzte traut. Tor gewesen sein, was er gestern in Stuttgart erzielt hat. Es klang, nicht, wenn man ihn beobachtet hat, es war so ein bisschen das Innehalten und das Bewusstsein, vielleicht komme ich nicht wieder zurück. Ja, und die Frage ist, wer ruft an? Nochmal, wie gut ist er, sieht er sich selber, wie gut sieht ihn sein Berater? Ist er einer für Fulham oder ist er einer für noch eins höher? Und das darum wird's gehen. Ich weiß nicht, wer Angebote gerade prüft. Und dann werden wir, wenn das ein Club ist, der seine für den nächsten Schritt bedeutet, und zwar wirklich den nächsten Schritt, um nicht irgendwo im Mittelfeld der englischen Liga da rumzuturnen, sondern schon höher, dann fürchte ich, war es das letzte Tor.
Wir wollen Ihnen in diesem Themenmix jetzt mal eine Szene zeigen, um zum einen zu verdeutlichen, was sich Fußballstars auch teilweise im privaten Umfeld gefallen lassen müssen, Fragezeichen, aber auch, wie cool die Reaktion in diesem Fall von Timo Werner gewesen ist, der ja eine schwere Zeit in Leipzig durchmacht und auch immer wieder so ein bisschen als Feindbild mancher Fans herhalten muss. Und es gibt dieses Video jetzt vom Weihnachtsmarkt in Leipzig. Schauen wir mal rein. Ja, Timo Werner ist dein Hurensohn. Das gibt's ja kein Deutsch. Also, Gesänge gegen Timo Werner und er konfrontiert denjenigen, sag's mir ins Gesicht, ja, trau dich. Trotzdem irgendwie tut weh, das zu sehen, oder? Fremdschämen. Das ist jetzt kein Fan. Das ist irgendein, bevor ich mich jetzt, Vorsicht, mal nah dran zu sagen, wofür ich den halte, aber es ist körperlich. An der Gesäßfläche irgendwo versteckt. Ja, und so wie er das macht, ist gut. Einfach sagen, sag's mir doch halt ins Gesicht. Mehr ist es auch nicht und dann normal weg. Also solche Leute haben mit Fußball nichts zu tun, aber da werden wir bei Gelegenheit sicher auch nochmal reden, was in dieser Halbserie insgesamt im Fußball von außen passiert ist. So Fans, Ultras. Nehmen wir uns im nächsten. Und das ist, was ist das? Ja, was soll ich damit anfangen? Timo Werner können wir gerne diskutieren mit ihm und er selber auch, was läuft, was nicht funktioniert. Und da gibt es viele Dinge, die kann man ja besprechen, aber nicht auf die Art. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Mit Fußball hat zu tun die Diskussion um ein mögliches Comeback von Toni Kroos in der Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann hat das ja bei seinem Auftritt im Sportstudio am Samstag durchaus mit einer höheren Wahrscheinlichkeit versehen, indem er eben sagte, ja, wenn der so weiterspielt, dann kann es durchaus sein, dass ich ihn mal wieder anrufe. Die Reaktion von Uli Hoeneß, dem Bayern-Aufsichtsratsmitglied, aber unabhängig von der Funktion, Mr. FC Bayern, war überraschend hart, Herr Reif. Er hat das gewährte Zitat, das wäre ein ziemliches Titanic-Signal. Er ist ein überragender Fußballer, aber ich glaube nicht, dass er den deutschen Fußball retten kann. Ob er den deutschen Fußball retten kann, inwieweit das die Frage war, sei mal dahingestellt. Wieso diese Wortwahl, Titanic-Signal, also Untergang, Ende, aus, falls Toni Kroos zurückkommt? Du kannst eine Menge da rein interpretieren. Weil ich hake das ab unter, wir sind ein freies Land, in dem kann man seine Meinung äußern. Für mich ist das Getöse und nicht übermäßig sachlich. Also wirklich nicht übermäßig sachlich. Sondern es geht gar nicht darum, dass Kroos den deutschen Fußball retten soll. Sie sagen es ja selber. Sondern Uli Hoeneß in seinem Satz ist ja, der zweite ist ja, er ist ein überragender Fußballer. Antwort, ja. Und wenn er ein überragender Fußballer ist, bisher dachte ich immer, Nationalmannschaft besteht aus den überragenden Fußballern eines Landes. Und diese Scherze, wie Jogi Löw nach München fahren und dreimal sagen, so, euch brauche ich nicht mehr, weg, raus. Das kann man ja machen, nur das hat nicht wirklich funktioniert. Also würde ich doch sagen, bevor ich grundsätzlich sage, das ist ein Titanic, welches Signal, an wen, welches Signal, was soll das sein? Hat er möglicherweise an seine Bayern-Spieler gedacht, weil er denkt, so ein Goretzka, so ein Kimmich, die denken dann, hä, was soll das denn, können wir doch auch. Erstens könnte das sein, zweitens glaube ich, vor allem hat er daran gedacht, damals, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dass der dermaßen dann auch noch der Langweiler, ich habe ja oft genug gesagt, dass ich mich in keinem Fußballer jemals so getäuscht habe wie in Toni Kroos, habe ich ihm selber auch mal gesagt. Dieser Langweiler, der nur Querpässe spielt, über 5 Meter Sicherheitspässe, die spielt er heute auch noch. Nur das sind, wenn du genau hinguckst, sind das genau die du gerade brauchst. Und ab und zu rutscht auch noch ein anderer raus. So, und wenn der sagt, Uli Hoeneß, damals den habe ich vom Acker gehen lassen. Für gut 30 Millionen 2014, ja, rückblickend. Und nicht bei Real kommen sie vor Lachen nicht in Schlaf. Und da kriegt er ein Denkmal oder zumindest eine Bronzetafel aus Bernabeu geballert, weil er zu einer Ikone geworden ist. Also ich glaube, da ist viel so ein Bäuerchen, das quer sitzt. Und muss man auch nicht fürchterlich ernst nehmen. Also jetzt, ich mach's zumindest nicht. Kann man, Entschuldigung, muss man, man muss gar nichts. Ich nehme das nicht übermäßig ernst. Jetzt sind wir bei Steffen Baumgart, der Trainer, der es neben Edin Terzic gerade besonders schwer hat, verloren bei Union 0:1 und jetzt gemeinsam mit Darmstadt und Mainz
jeweils 10 Punkte auf den Plätzen 16, 17, 18. Also wirklich eine schwache Hinrunde. Wir hören uns einmal an, was Steffen Baumgart vor diesem Spiel bei Union gesagt hat bezüglich seiner eigenen Jobperspektive. Nein, ich glaube, so kannst du auch nicht rangehen, sondern ich gehe mit den klaren Gedanken rein, bei Berlin, in Berlin erfolgreich zu sein. Und unabhängig von dem Ergebnis in Berlin werden wir die Situation besprechen. Das hat nichts mit dem Ergebnis, mit dem positiven oder negativen Ergebnis zu tun, sondern es hat was mit der Gesamtsituation zu tun, wie das ganze halbe Jahr gelaufen ist. Und das muss auch so sein. Das wird auch immer so sein. Das haben wir auch in den Jahren zuvor gemacht, wo es dann optisch vielleicht besser aussah, dass wir immer zur Halbserie oder dann, wenn die Pause kam, klar über alles gesprochen haben. Gerade auch, was Entwicklungsfelder angeht, wo wir nachlegen müssen oder auch nicht. Wo arbeiten wir gut und wo arbeiten wir nicht gut? Ich glaube, das sind ganz normale Dinge, die im Fußball dazugehören. Und bitte nicht falsch verstehen, ich kann mir nicht jeden Tag Sorgen um meinen Job machen. Das funktioniert nicht, sondern ich muss klar bleiben, muss in meinen Handlungen klar bleiben und das hoffe ich, dass ich das bin. Muss mit meiner Energie genau auf das hinrichten, was Erfolg bringen kann. Und das werden wir machen, das mache ich. Und das ist das Einzige, was zählt. Soweit Steffen Baumgart vor der Niederlage bei Union. Und jetzt hören wir uns einmal an, was er dann nach diesem Ding gesagt hat, nach dieser Pleite bei Union. Auch dort wurde er wieder gefragt, was heißt das für seine eigene Zukunft? Herr Baumgart, Sie kennen das Geschäft besser als wir alle und wir kennen es auch ein bisschen. Es wurde vor dem Spiel schon gemunkelt, dass es schwierig werden könnte. Wie ist jetzt Ihre Situation in Köln? Können Sie fest davon ausgehen, auch in der Rückrunde noch Trainer zu sein? Ich finde es immer interessant, dass die Kollegen, die mit mir nicht arbeiten, die Frage immer stellen, weil die Kollegen von die Journalisten, die mit mir arbeiten, stellen die Frage nicht so. Aber Sie haben recht, es ist natürlich klar in der Situation, in der wir sind, dass wir alles hinterfragen, auch den Trainer. Und ich habe es ja nicht umsonst gesagt, es geht dann nicht um meine Person, sondern es geht um die Gesamtheit. Und die sieht für uns nicht gut aus. Also ist doch klar, dass wir uns in alle Richtungen Gedanken machen, wie wir die denn aussehen werden und wie das Ergebnis ist. Das wird garantiert nicht heute Abend Ihnen mitgeteilt. Was glauben Sie, Herr Reif, wie das Ergebnis der Analyse beim 1. FC Köln ausfallen wird nach dieser enttäuschenden Hinrunde? Also eine Zeit lang war ja eine klare gemeinsame Linie. Sportdirektor Keller und er, wir gehen diesen Kölner Weg. Also das heißt, wir verschlanken die Kostenstrukturen, wir verkaufen Spieler und das kriegen wir dann schon hin und der Kader ist gut genug. Baumgart hat das ganze Zeit lang mitgetragen. Bis kürzlich, ich höre, wenn man kein Geld hat, muss man Geld besorgen für Spieler. Mit dem Kader können wir das nicht machen. Das war, in dem Moment war mir klar, das geht zu Ende. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass man sich anständig trennen wird. Da bin ich ziemlich sicher. Das Baumgart ist so ein Typ, Urs Fischer-mäßig, dass man eine Analyse macht und sagt, pass auf, ich kann diesen Weg so nicht mitgehen, weil ich kann euch das, was ihr möchtet, nämlich Klassenerhalt, nicht liefern. Das schaffe ich nicht mit diesem Kader. Wenn das ein anderer schafft, dann macht das bitte. Oder ihr besorgt mir neue Spieler, wenn dann die Antwort, das ist die einzige Hintertür noch, die ich noch sehe. Wenn plötzlich die Vereinsführung sagt, also los, komm, dann gehen wir doch mal, machen wir die Kostenbremse mal aussetzen, nochmal. Wenn wir das machen, dann könnte man noch mal einen Neustart probieren. Aber sie werden das, glaube ich, nicht tun, weil sie es gar nicht können. Und dann wird Baumgart und Köln werden sich trennen. Sowohl Urs Fischer und Union als auch Baumgart und Köln, das wirkte so auch zu schön, um wahr zu sein, weil es so perfekt passte lange Zeit. Was sagt uns das dann, dass auch das endlich ist? Alles im Leben, Herr Kollege. Sie sind doch ein junger Mann, Sie werden das noch, wird Ihnen noch dämmern. Ja, klar, weil irgendwann mal ist das, was die Dinge so schön macht, dieses, wir haben gemeinsam Erfolg, darum geht es. Also nochmal, es geht nicht darum, ob was toll passt oder nicht, sondern dieses tolle Passen führt zu tollen Ergebnissen. Und wenn die Ergebnisse plötzlich nicht mehr da sind oder schleichend nicht mehr da sind oder man hat sich verirrt wie Union mit der ganzen Champions League-Dynamik, oder in Köln, dass man sagt, wir müssen endlich aufhören, hier auf der Glatze Locken zu drehen. Wir müssen hier mal alles auf runterdampfen. Und dann kann ein Trainer noch so viel Rabatz draußen an der Linie machen und noch so viel Energie und noch so viel und noch so viel. Und es kann alles so toll passen. Nur wenn du auf die Tabelle guckst, sind das Mechanismen, das ist immer sowas Obskures, Mechanismen der Branche, gar nichts. Wenn er das nicht schafft und er selber sagt, das schaffe ich nicht. Urs Fischer hat das doch genauso gesagt.
das, was ihr wollt, dass wir haben uns, er war mit drin. Und auch Baumgart hat offensichtlich den Weg, ja, ist die ganze Zeit mitgegangen. Also deswegen kann ich nicht sagen, du plötzlich ist mir hier Himmel und Hölle über mir zusammengebrochen. Aber es ändert ja nichts daran, dass du dann sagst, und das finde ich dann auch noch fair und anständig, zu sagen, pass auf, bevor wir hier alles kurz und klein machen und ihr mir zuliebe hier irgendwelchen Irrsinn treibt, dann lass uns doch das Ding beenden. Deswegen bin ich ganz sicher, das wird sehr ordentlich und sehr sauber gehen. Und das ist nicht verboten, sich auch mit Anstand zu verabschieden. Ist das, auch wenn es bei Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt am Ende zwischenzeitlich mal ein bisschen geknirscht hat, man hat das dann aber auf einen guten Weg gebracht, sind das drei Beispiele, Glasner, Eintracht, Union, Fischer, jetzt Baumgart, Köln, wo auch die Trainer, Baumgart ist aktuell noch im Amt, ja, aber viele spricht dafür, dass man gemeinschaftlich so entscheidet in den nächsten Tagen. Ja, dass man auch auseinandergehen kann, ohne dass der Trainer Schaden nimmt. Also mein Eindruck ist zumindest, Glasner ist wegen dieses Endes da in Frankfurt einer, der zu Recht für gute Posten gehandelt wird. Und bei Urs Fischer kann ich mir kaum vorstellen, dass der nächste Verein mit Ambitionen in der Bundesliga auch in jedem Fall sich überlegt, passt dieser Urs Fischer zu uns? Und Steffen Baumgart mit seiner emotionalen Art, und damit meine ich ausdrücklich erfolgreichen emotionalen Art, ja, der ist ja nicht in den Hampelmann-Trainer, der nur Action macht, sondern der hat mit Köln ja 2 Jahre lang wirklich Tolles geleistet. Ja, dass es da auch gut weitergehen kann. Absolut. Ich glaube nicht, dass damit diese Namen, diese drei Trainer keinen Job mehr kriegen. Im Gegenteil. Glasner kann jetzt im Moment gerade wählen zwischen, was weiß ich, irgendwo England, überall im Thema. Nottingham Forest sucht neuen Trainer. Glasner ist im Gespräch, haben dann anderen genommen, aber ist ja wurscht. So, und Baumgart, du weißt, was du kriegst mit Baumgart. Hast du doch lange genug gesehen. Und der hat aus dem FC eine Menge gemacht wieder. So. Nur jetzt ist die Reise, scheint mir, zu Ende. Und das ist im Leben oft genug so. Damit kann man so umgehen oder so umgehen. Und ich habe die große Hoffnung, dass sie in Köln ähnlich damit umgehen, wie sie bei Union und am Ende dann auch in Frankfurt mit Glasner umgegangen sind. Oder Glasner mit ihnen. Wir schauen nach vorne, liebe Fußballfans. Oh, ja, marschieren einmal. Denn wenn wir keine Spieltipps haben, weil Bundesliga gibt es ja die Pause. Die ganze Welt. Dann muss man den gesamten Fußball einmal kurz durchreiten. Und Marcel Reif hat das wie immer mit großer Freude getan. Darum als Diskussionsgrundlage für Weihnachten und Silvester haben wir hier mal die ersten 4 tippen lassen. Auf Platz 1 die Bayern vor Leverkusen. Sie haben es vorhin angedeutet, Herr Reif. Sie trauen, es ist zu schön, um wahr zu sein, was Leverkusen gerade macht, die wirklich perfekte Saison zu spielen. Ausgerechnet Bayer Leverkusen. Es wäre eine Sensation. Arsenal-mäßig damals unter Arsène Wenger. Wirklich mal eine ungeschlagene Saison. Ich halte es nicht mehr für ausgeschlossen. Dann allerdings müsste man dieses korrigieren. Darauf können wir uns einigen. Falls Leverkusen kein Spiel verliert, dann gönnen wir Ihnen die Korrektur zu. Am Ende zu sagen, guck mal, sind ja doch Erster. Leipzig auf 3, Dortmund schafft es dann doch, wie auch immer, noch auf Platz 4 und damit die sichere Champions League Qualifikation. Und auch da bin ich mir beim VfB Stuttgart, auch da, dieses getippt habe ich, bevor die am Abend dann spielen. Die Reaktion nach dem Bayern-Spiel war schon interessant zu sehen. Und da sage ich, jetzt würde ich sagen, Dortmund, da müsst ihr euch aber wirklich anstrengen. Und Gyrassi logischerweise als Frage. Ja, bleibt zum Beispiel. Oder nicht? Also. Aber unter 5 werden sie nicht rutschen, Stuttgart. Und damit wären sie ja dann auch ganz gut dabei. Ganz unten haben sie der Einfachheit halber mal die 3 gelassen, die da gerade auch unterwegs sind. Mainz würde Relegation spielen. Köln und Darmstadt wären die direkten Absteiger in der zweiten Liga. Kiel und den FC St. Pauli, na, das wäre ja. Da würde der HSV aber sagen, da gehen wir vielleicht freiwillig in die dritte Liga. Denn auf Platz 3 Fortuna Düsseldorf, selbst die Relegation gönnen sie den Hamburgern nicht. Nein, gönnen ist falsch. Sie vermuten, dass es nicht reichen wird. Düsseldorf macht das gut jetzt. Die haben sich da gut stabilisiert. Und die beiden da vorne sind 2 Zweitligisten, die Zweitliga-Fußball erfolgreich spielen. Von der These gehen die ab. Und alle anderen krampfen mit irgendwelchen Traditionen rum und versuchen, irgendwelche Dinge zu zwingen. Also DFB-Pokalsieger Bayer Leverkusen. Ja, das wäre ein Titel. Sind nicht mehr dabei. Das wäre einer. Und was für einer? 93, das letzte Mal Bayer Leverkusen einen Titel gewonnen. Ne? 31 Jahre her ist es dann. Wahnsinn, Wahnsinn. Und Kane, das war die Frage aller Fragen. Bei 42, sagen sie, landet er. Und bevor wir das vertiefen, wollen wir einmal Trainer
Thomas Tuchel hören, wie der denn mit seinem 100 Millionen Mann zufrieden ist. Ich kann es Ihnen schon verraten, viel Kritik werden wir da nicht hören. Zu Harry ist ja fast alles gesagt. Sich das Tor heute anschauen und dann sich die zweite Halbzeit anschauen, in der wir auch ein bisschen auch mal leiden müssen und verteidigen müssen, weil uns ein bisschen die Kräfte schwinden. Aber wie er da vorne rangeht, wie er der erste Abwehrspieler auch für uns ist, wie er taktisch sich klug verhält, wie er die Bälle hält, sich fallen lässt, seinen Körper einsetzt, das war absolute Top-Leistung von ihm das ganze halbe Jahr. Er ist einfach ist eine Top-Persönlichkeit, ein absoluter Leader für uns, Top-Persönlichkeit und Top-Spieler sowieso. Das ist das gesamte Paket. Das Paket, Herr Reif, ist das Paket von Harry Kane kompletter als das von Robert Lewandowski? Lachen Sie nicht. Warum habe ich nur geahnt, dass das jetzt... in welche Richtung es gehen könnte? Also kompletter. Ich sag nicht, er ist besser oder schlechter, aber ist das die Gesamtfähigkeiten von Kane sind die höher zu bewerten? Also Kane ist jetzt die erste Saison da. Lewandowski, als neu dahin kam, war Lewandowski vor allem. Und danach, da hat er mit Toren geholfen. Am Ende war er dann auch ein sehr kompletter Mannschaftsspieler auch und hat auch Spaß gehabt, Bälle aufzulegen. Und so. Kane ist von seiner ganzen Art ein Spieler, der mehr auf eine Mannschaft zugeht von vornherein und einer, der aus seiner Weltklasse nicht so viel macht. Lewandowski ist dann auch demütiger ein bisschen geworden. Also insofern, Sie haben Spaß daran, ich sehe daran keinen Sinn. Lewandowski war, ohne Lewandowski hätten die Bayern das Triple nicht gewonnen. Und so ein 18-Meter-Tor in den Winkel, das ist aber schon, zeigt so ein bisschen, dass Kane... Aber Lewandowski hat Tore gemacht, erinnern Sie sich mal, waren wir auf den Stühlen zu Hause gestanden. Also, recht. Nochmal, das muss er erstmal gewinnen. Also ein Triple hat Lewandowski, nicht zuletzt Lewandowski gewonnen mit der Mannschaft. Das muss Harry Kane jetzt erstmal gewinnen. Dass er einen brutalen Hunger hat, weil er mit Tottenham nichts gewonnen hat. Und dass er das mit den Bayern möchte, das zeigt er in jedem Spiel. Glauben Sie, er denkt da manchmal dran, wenn er auf die Tabelle guckt und sagt, sag mal, diese Leverkusener, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich gehe zu den Bayern, elfmal Meister geworden, wir spielen eine super Hinrunde und jetzt diese Leverkusener... Wie viele Tore hat er? 21? Hau da die Dinger rein, du Mensch, und es reicht immer noch nicht. An ihm wird's nicht liegen, wenn die Bayern es nicht schaffen. Der wird bis zum Schluss wird er das probieren, weil er wirklich, der möchte noch mal was gewinnen. Bei Bayern sind einige, da haben wir ja vor kürzlich mal drüber geredet, nach den fünf Dingern da in Frankfurt, ob da manche vielleicht zu satt sind und nicht mehr diesen Dampf haben. Bei ihm würde ich keinen Kummer machen. Der wird das durchziehen bis zum Ende und der wird auch dann Jungs mitziehen, die möglicherweise gerade schwächeln. Wir schauen mal auf die Übersicht der Top-Torjäger in Europa. Da hat der Kane Harry nochmal was draufgepackt, denn der steht jetzt bei stolzen 21 Toren. Hat es so in der Bundesliga noch nicht gegeben. Einer, der zwei draufgelegt hat, hier sehen wir es. Also Harry Kane, 21 Tore, die Nummer 1 der Top-Ligen, großer Respekt. Dann Mbappé. Hat zwei dazugepackt, sehen wir ein bisschen später noch. Also Mbappé steht jetzt bei 18, Haaland, der mit körperlichen Problemen zu kämpfen hat, bei 14, Lautaro Martinez, 15 Tore für Inter Mailand, Jude Bellingham immer noch die Nummer 1 in Spanien. Also wenn der Torschützenkönig in Spanien wird, ja, dann haben, glaube ich, viele Leute eine Wette verloren. Und wir wollen uns die Tore von Kylian Mbappé zu seinem 25. Geburtstag einmal anschauen. Es gab ein 3:1 gegen Metz und so hat er das vollbracht. Zweimal Mbappé, schauen Sie sich das Tor an, Harry Kane mäßig. 18 Meter Winkel drin, das Ding. Und bei ihm sieht man halt auch, er wollte es genau so. Ja, und der Torhüter sagte, ich bin doch da, warum geht er da und hier rein? Auch, wie früh er hier wittert, dass da ein Rückpass zum Torwart kommt. Nur so kann er ihn dann holen, gepaart mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit. Wir sehen es in der Wiederholung nochmal. Achten Sie in meiner Mitte drauf, wie früh er Richtung Torwart sprintet. Das ist noch bevor der Pass überhaupt gespielt wurde. Das ist Instinkt und das ist das zweite Tor von Mbappé. Um den ist es ein bisschen ruhig geworden, was unsere Wechseldiskussion hier an diesem wunderbaren Tisch betrifft.
Glauben Sie da auch immer noch an Real oder könnte das da sogar weitergehen bei Paris oder was ganz anderes Überraschendes? Also entweder wird der zweite Eiffelturm in Paris und bleibt und alles und er sagt, pass auf, hier verdiene ich genug, das ist reicht mir, die französische Liga, ich glaube, er will mehr. Also Real Madrid wird immer an einem solchen Spieler weiter Interesse haben. Die Frage ist, will er das auch? Man City doch nächstes Jahr, dass Pep nochmal sagt, wenn das Jahr gerade so ein bisschen kruschelt, wir brauchen wieder einen Impuls? Um sich da mit Haaland zu streiten, um die Aufmerksamkeit. Nein, was hübsch war jetzt gerade, gegen Metz in der Nachspielzeit kam sein 16-jähriger Bruder, kriegte die ersten Minuten in der Profimannschaft, kam mit einem solchen strahlenden Lächeln. Ich habe mir die Bilder irgendwo mal angesehen. Irre. Und Mbappé, die tun alles, um ihn zu halten, würde ich sagen. Ja. Also wenn die dann noch die gesamte Familie und die Mutter dann auch noch auf den Platz kommt in der Nachspielzeit, dann bleibt er. Aber also das ist doch die Frage, Paris, sind sie ein Modell? Und wir haben vorhin die Sendung begonnen mit Super League. Gibt es noch andere Möglichkeiten, mit Paris etwas zu holen? Auch diese Champions League Saison sind ja jetzt, haben es ja hingekriegt noch. Das war ja knapp genug, die zu überwintern in der Champions League in dieser Dortmunder Gruppe, wo sie von Dortmund abgehängt wurden. Und das wird auch viel, damit wird ein bisschen, nicht viel, aber einiges damit zu tun haben, ob er Paris für ein gangbares Modell hält oder nicht. Aber eher nein. Wenn Sie dachten, Herr Reif, wir wären schon mit Ihren Prognosen durch. Nein, denn wir haben noch was in der Hinterhand gucken jetzt auf Europa und was da kommt. Ja, genau, aber mindestens. Champions League-Tipp Real Madrid. Das hat mich im ersten Moment überrascht, im zweiten nicht. Weil, Eine neue Mannschaft. Eine neue Mannschaft, die Bellinghams und diese Rodrigo, der jetzt ein Mittelstürmer geworden ist und Vinicius Junior, der möchte auch noch mal. Und Toni Kroos möchte die und die alten Säcke möchten noch einmal. Also ich habe mir immer gedacht, jetzt sind sie satt. Nach dem letzten Mal jetzt ist Schluss. So, Kroos muss sich mit Uli Hoeneß mittlerweile wieder rumstreiten um den Nationalmannschaftsplatz. Und Luka Modric verschießt einen Elfer und wird zusammengepfiffen von Ancelotti. Muss dann Männchen machen und spielt wieder gut. Also Real ist wieder ein spannendes. Gerade auch weil Man City doch so ein bisschen Schwäche. Ja. Also es wird Champions League, muss ich sagen, wird, glaube ich, deutlich spannender als im letzten Jahr, wo wir alle immer das Gefühl hatten, das ist jetzt Man City, die dran sind. Und auch die Achtelfinalauslosung ist ja so, dass, wenn man die beliebte Papierform heranführen will, vermutlich ein sehr spektakuläres Viertelfinale mit Top-Mannschaften an der Stelle zustande kommt. Also das wird munter. Und wir gucken nochmal weiter. So, jetzt waren wir schon aus der Grafik hier rausgegangen. Wunderbar. Europa League, Liverpool. Das Trostpflaster, das schönste Trostpflaster, was man sich organisieren kann, oder? Also Liverpool als Tipp für die Premier League gewinnen und dann Europa League. Allein Europa League wird niemand trösten in Liverpool. Aber sie werden es gewinnen, glaube ich. Conference League, Aston Villa als Tipp. Europameister Frankreich. Und das deutsche Abschneiden, Halbfinale, mit Kroos oder ohne? Aha. Werden wir sehen, ne? Ja, ja. Eben, wenn er da als Talent weiter so gut spielt, das ist ja, was Nagelsmann gesagt hat, wenn der weiter so Leistungen bringt, ach, sag Kroos, welche Leistung, was willst du denn? So, und dann wird er das natürlich wieder bis zu Ende spielen. Kroos wird weder Uli Hoeneß noch Nagelsmann helfen, die Sache einfach zu machen, sondern der wird seine Leistung bringen und wenn nicht, dann halt nicht, dann bleibt er, spiele ich halt für Real Madrid, kümmere mich um Familie, aber so, dass man sagen kann, das ist keiner mehr. Das so einfach wird es jetzt nicht mehr werden, nachdem das Kind schon mal im Brunnen ist, beziehungsweise der Name auf dem Markt, so wie er jetzt ist. Ich stelle gerade fest, Herr Reif, es ist die längste Reifes-Live-Sendung, die wir je gemacht haben. Wir sind in Minute 65. Was haben wir noch nicht getippt? Weil wir jetzt halt dann 3,5 Wochen Pause machen, wollen wir alles heute reinlegen. Alles raus. Ist noch was? Wir haben noch was Lustiges. Ich finde, letzte Sendung des Jahres muss was Lustiges kommen. Deswegen habe ich auch was Buntes angezogen. Und ich dachte. Und ich habe übrigens festgestellt, unabgesprochen haben wir nahezu den gleichen Rolli heute an. Das könnte sein. Aha. Oder haben Sie eigentlich eine Kamera? Nee, bei mir. Bei Ihnen zu Hause. Nee. Und wenn, würde ich es jetzt nicht verraten. Vertiefen wir jetzt nicht, sondern was Lustiges. Und richtig lustig sind ja manchmal Sachen, die so irgendwie auch herrlich doof sind. Und dieses Video aus dem Bremer Weserstadion, wo ein Fan kurz ins Gespräch geht mit Marco Rose, hat so was Herrliches, Einfaches und zeigt uns, Fußball
kann manchmal auch richtig Spaß machen. Wir hören mal rein. Markus! Hey! Zwei! Du hast was verloren! Da, guck mal! Zwei Punkte! Marco, du hast was verloren. Und er guckt schön auf den Boden. Zwei Punkte. Weil es nur ein 1:1 war. Hat was so Erfrischendes, oder? Ja, das ist, hat nichts mit dem Weihnachtsmarkt in Leipzig und dem Schwachmaten da zu tun, der Timo Werner anpöbelt. Das ist so. Und ich finde Marco Rose auch gut, ja. Verzieht er nicht das Gesicht, sondern kann sogar in dem Moment, auch wenn er sich über das 1:1 logischerweise geärgert hat, er kann drüber lachen, weil es hat sowas entlarvend Einfaches. Erinnern Sie sich noch an die Einlaufkinder bei Chelsea gegen Liverpool? Steven Gerrard, Kapitän von Liverpool. Und dann kommt diese Jungs in dem Chelsea-Trikot, weil sie spielen ja in Chelsea, und so ein Pimp, weiß ich nicht, acht, neun Jahre alt. Und Gerrard streckt ihm die Hand, Gerrard will sie ergreifen und er macht das, was wir früher. Und grinst von da bis da. Und der Gerard gibt ihm gar nichts, kein Klaps und gar nicht, und reagiert, sondern lacht auch. Ja, wenn man das nicht mehr hinkriegt, wenn wir uns nicht mehr auf die Schippe nehmen können, ein bisschen, dann sollte man den laden. Dann ist Fußball mir dann doch ein bisschen zu ernst. Wir haben heute so viel Ernstes und Trainer und ob die bleiben. Die werden alle nicht unter der Brücke landen. Weder bei Terzic wird es ein Drama sein, sondern ja, es wird ihm wehtun, wenn es passieren sollte, wenn die Trennung kommt. Aber der wird auch wieder einen Job kriegen, weil er ein prima Kerl ist. Und bei Baumgart ähnlich. Und deswegen, wir haben noch niemanden heute entlassen, das ist auch nicht unser Job. Und wir werden es auch mit Ihnen nicht tun, Herr Reif, denn es geht weiter am 16. Januar, die nächste Reifes Live-Sendung. An der Stelle herzliches Dankeschön vom ganzen Team für ein tolles Kalenderjahr 2023. Ja, hat viel Spaß gemacht und wie gesagt, es geht weiter am 16.01. Ihnen also vielen, vielen Dank und der Dank gilt auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob beim Podcast, ob live oder anschließend in den Clipouts oder ganz klassisch noch mit den besten Sätzen dann in der Zeitung. Vielen Dank, dass Sie Reif ist live seit jetzt mittlerweile 362 Sendungen die Treue halten. Wir haben noch einiges vor, auch wenn Marcel Reif gerade einmal tief geatmet hat. Es steht ja das Versprechen im Raum, was ich leichtsinnigerweise bei einer Jubiläumssendung geäußert hatte, dass Nummer 500 aus dem Bernabeu-Stadion gesendet wird. Ich würde mal sagen, wir arbeiten dran und wir wünschen Ihnen wirklich schöne, friedliche Weihnachtstage und dann einen Start in ein hoffentlich sehr, sehr gesundes Jahr 2024, das wir vielleicht ja sogar mit dem EM-Titel krönen dürfen. Warten wir mal ab, wir werden es besprechen, zweimal die Woche hier an dieser Stelle. Danke, Herr Reif, danke Ihnen, danke. Machen Sie es gut. Leiden!